Hallo. So, jetzt komme ich endlich mal dazu, ein bisschen was zu erzählen. Also, wir sind hier an der Landesrealschule in Westfalen. Ich habe mit Solin Einsteiger-Geländelehrgang. Wir hatten heute schon ein kleines Treffen, wo kurz alles erklärt wurde und noch ein bisschen was über den Sitz und wie das hier abläuft. Ja, Soli ist jetzt auf der Wiese. Das finde ich super, dass hier Wiesen für die Lehrgangsteilnehmer zur Verfügung gestellt werden. Dann habe ich noch kurz die Box gemacht. Bisschen Heu reingelegt. Heu steht hier so viel man will zur Verfügung. Ja, jetzt kann Soli noch ein bisschen auf der Wiese spielen. Und um 4 haben wir dann unsere erste Stunde. Ich sitze jetzt hier gerade auf der Wiese. Hier war letzte Woche noch der Abreiteplatz für ein großes Vielseitigkeitsturnier. Ich dachte, ich nehme mir noch ein bisschen Zeit, um mich zu entspannen, bevor es dann um 16 Uhr losgeht auf dem Geländeplatz. Die Mädels hier sind alle total nett. Wir sind jetzt, glaube ich, 7. Zum Glück sind hier einige genauso unkompliziert in Sachen Wiese und sonstiges wie ich. Eine hat mich angesprochen, ob wir die Pferde zusammen rausstellen wollen. Ich habe gesagt, klar. Und dann haben wir die beiden Stuten einfach zusammen auf die Wiese gelassen. Und das Bild wollte ich euch nicht vorenthalten, als würden sie sich schon immer kennen und wären hier zu Hause. Moment, ich schwenk mal eben. Da sind die beiden Damen völlig entspannt. Gerade haben sie gefressen, haben sich kennengelernt. Also das ist wirklich toll, dass man hier die Möglichkeit hat, den Pferden auch ein bisschen Erholungszeit zu gönnen. Also Soli fühlt sich sichtlich wohl. Das mit der Box ist auch gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Sie webt ja ab und an mal, wenn sie unter Stress ist, aber dadurch, dass in der Box genug Heu zur Verfügung stand, hat sie sich meistens über das Heu hergemacht und gar nicht die Zeit gehabt, sich aufzuregen. So, wir sehen uns gleich beim Geländetraining wieder. Tschüssi! You complete the pieces.